Hallo und herzlich willkommen zu Blockbuster, eurem Kanal rund ums Thema Film. Ich habe heute Sidekicks für euch, den werden wir gleich unboxen. Das ist ein Film mit Chuck Norris. Ja, da geht es darum, dass ein Junge namens Barry, ja, ein Highschool-Schüler, so Tagträume hat, in denen er mit seinem großen Idol Chuck Norris, einfach andere Ninjas und so bekämpft und damit irgendwie seinem Alltag entflieht. Aber die Realität sieht ganz anders aus, weil er ist eher unsportlich und wird dann auch auf der Schule von der Person gehänselt und wird dann in einem Karatekurs angemeldet, um sich da irgendwie ein bisschen zur Wehr zu setzen. Ich habe den Film noch nicht geguckt, ich bin echt gespannt. Ich liebe Chuck Norris, ja. Mein absoluter Lieblingsfilm ist Invasion USA. Aber ich stehe auch total auf die Missing in Action-Reihe und Kusak der Schweigsame. Und ach, ist einfach, Chuck Norris ist einfach super, ja. Ja. Ich meine, seine Witze sind auch legendär. Mein absoluter Lieblingswitz ist, als Alexander Bell das Telefon erfunden hat, hat er schon 3 Anrufe in Abwesenheit von Chuck Norris. Der ist einfach super. Oder Chuck Norris hat seine Führerscheinprüfung bestanden und das zu Fuß. Also da gibt es diesen, ich war eigentlich schon so dumpf, aber ich finde die klasse. So, aber jetzt genug der Rederei. Wir werden jetzt mal gucken, wie das ganze Ding hier angeboxt aussieht. Bis gleich. So, dann haben wir hier das Mediabook vorliegen. Ja, mit Beau Bridget, Joe Piscopo, Jonathan Brandis, Marco, Julia Nixon-Sowell, Danica McKellar, Richard Moll und natürlich mit Chuck Norris. Mir sagen die Namen, außer Chuck Norris, ehrlich gesagt alle nix. Ja, gut, egal. Wir packen das jetzt mal aus. Jetzt hier so ein, mir mal ein anderes Messer besorgt. Transformers Messer. Besser als ein Küchenmesser. So. Einmal die Folie ab. So. Ich sehe schon, das ganz glatt gehalten. Ja. Hier Sidekicks. Ja, auf dem Spine. Und so ist dann das Backcover. Zum 30-jährigen Jubiläum endlich in High Definition. Das Ganze ist von Shamrock Media rausgekommen. Ja. Zum Bildformat ist halt Blu-ray und DVD drin. Tonformate ist DD2 alles. Untertitel Deutsch und Englisch. Die Laufzeit der Blu-ray 101 Minute, DVD 97 Minuten. Und Extras sind Trailer und Bildergalerie. Das ist die Cover-Variante A. Die hat mir halt am besten gefallen. Die B, die sah auch gar nicht, also auch nicht schlecht aus, aber ich fand die halt cool hier mit diesem Gold, ne? So, und das ist eine limitierte Edition von 222 Stück und das ist die Nummer 148. Gut, ich pack das mal gerade weg hier. Und dann machen wir das mal auf. Das ist übrigens ja die Cover-Variante von Cover B. Hier ist jetzt die Blu-ray drin. So, da ist der weiße Ninja. So wie ich das mitbekommen habe, ist Chuck Norris und er hier, dann sind die weißen Ninjas in seinem Tagträumen. Cool. Hier ist auch wieder der weiße Ninja. Hier ist dann wieder der Junge. Ich glaube, hier ist er dann im Training, ne? Sidekicks. Ah, guck mal. Das sind, glaube ich, VHS-Cover, ne? Hier und hier ist Chuck Norris nochmal abgebildet. So, ah, das sieht auch cool aus, das Cover, ne? Also das Bild meine ich. So, und hier haben wir dann die DVD. Und auch wieder mit dem weißen Ninja im Hintergrund. So. Ja, das Ganze sieht ja ganz schick aus. Ich hoffe, der Film kann auch was. Also, wie gesagt, ich erwarte nicht viel. Ist halt Popcorn-Kino, ne? Ich stehe halt, wie gesagt, auf diese, ja, Karate-Filme, vor allen Dingen auch, wie gesagt, auf Chuck Norris. Und das war's dann erstmal zu dem Unboxing-Video. Ich danke vielmals fürs Zugucken. Und ihr könnt mir gerne ein Like oder ein Kommi dalassen. Und sagt dann einfach mal bis nächstes Mal, euer Blockbuster.